Bethesda Game Studios. Starfield. Zum Starten beliebige Taste drücken und das tun wir. Und somit herzlich willkommen zu Starfield. Ja, ich habe vorhin einmal eigentlich starten wollen. Und da war mir das komplette Spiel irgendwie dann auf Englisch. Ich muss da nochmal umstellen und jetzt mache ich nochmal von vorne. Aber trotzdem, ich bin gehypt. Ich kann jetzt trotzdem nicht laden. Ich musste hier wirklich in den Einstellungen nochmal, weil ich einfach direkt drauf los, weil ich nicht abwarten konnte, habe ich drauf losgestartet. Und da festgestellt, es ist alles auf Englisch bei mir gewesen. Selbst hier im Hauptmenü war alles bei mir Deutsch. Aber im Spiel selber war es auf Englisch, selbst die Untertitel waren auf Englisch. Ich habe jetzt die Untertitel ausgeschaltet und es alles auf Deutsch gestellt, die Sprachausgabe. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem neuen Spiel. Ja, da wollen wir. Übrigens, für die, die es interessiert, ich spiele auf dem PC, aber mit Gamepad, mit Xbox Gamepad. Bethesda Game Studios präsentiert Starfield. Soldatum 7. Mai 2330. Argus Extractors Mining Außenposten. Mond von Vectera. So, und da wären wir. Bitte jetzt auf Deutsch. Siegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Hella, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Okay. Pass auf, dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sternendock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja. Und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Hm, auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu springen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Varun mehr, ja? So eine Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dusties schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella, lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Okay, kann ich mich jetzt schon bewegen? Ne, ich kann mich noch nicht bewegen. Ich kann mich nur umsehen. Okay, aber wir fangen jetzt als Miner an. Okay, lass uns mal sehen. Kann ich auch schon looten? Wie viel Zeit noch? Ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen? Immer. Ein kleiner Schritt. Nicht du. Sie nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme ihr gerne lebend raus. Verstanden. Naja, würde ich auch gerne wollen, also... Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Nicht den Helm abnehmen? Die reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir je auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Ha, Bürokratie ohne Ende. Oh, Entschuldigung. Oh, ich wollte nicht. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer! Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Wie ist unser Motto, Dusties? Schotter gibt's für Schotter. Keine Schotter Ausnahme, gibt's für Schotter. Tempo. Troy, wie ist die Ausbeute? Bisher minimal. Bisschen Glimmer, aber sehr schwach.
Was meinst du? Auf Kurs bleiben? Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Sorry, dass ich jetzt so wenig sage. Dann gilt das hier als leergeräumt. Aber ich will machen jetzt hier... mit der großen Ader weiter? Aber ich will jetzt so viel... Boah, Entschuldigung. Sorry, dass ich jetzt nichts sage, aber ich will so viel vom Spiel jetzt mitnehmen. Von Infos, Informationen, wie ich kriegen kann. Deswegen höre ich da ganz gespannt zu. Und bin dann halt öfters mal leiser. Halte ich öfters mal die Schnauze. Wenn man auch so sagen will. Dusty, du bist dran. Schnapp dir einen Cutter und leg los. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Jo. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Drücke RT, um zu feuern. Ah. Da hinten gab es aber auch noch ein bisschen was. Die will ich auch noch einsammeln. Komm, ich hol mir das, was da hinten gab's. Weil ich weiß, wir werden die ganzen Ressourcen hier brauchen. Hier. Nice. Beryllium. Keine Ahnung, was er da einsammelt. Aber ich will alles mitnehmen. Alles, was wir finden an Beryllium. Und an Ressourcen. Wir werden hier sehr viel farmen, auf jeden Fall. Ich freue mich schon und habe auch gleichzeitig Angst davor, unser Schiffs- und Basisbau hier endlich mal anzufangen. Nice. Da ist ja auch noch was. Wir sind soweit. Komm wieder zurück. Was? Nein! Oha. Ich wollte das da hinten auch noch. Zeit. Nein! Nein, ich will hier... Nein! Und die geht einfach weiter. Nein, ich wollte das alles haben. Na toll. Okay, jetzt habe ich dann... Kann ich sie abbauen? Ich traue mich nicht zu schießen. Ui, da war ein Ruckler. Problem? Nur wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Tu ich nicht. Tust du nicht? Was wir suchen, sieht aus wie eine Anomalie. Hat man mir jedenfalls gesagt. Okay. Eine Anomalie? Entspann dich. Ist nur ein Job. Komm schon. Okay, was müssen wir finden? Was müssen wir suchen? Was müssen wir abbauen? Glaube ich. Es ist alles einfach... Lynn, ernsthaft. Hier ist was richtig, richtig faul. Ich finde seine Mundbewegungen dabei geil. Okay, du da. Du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Erkunde die Höhle? Warum sollte was schief gehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Ja, aber ich möchte da hinten noch ein bisschen was abbauen, ja? Ich gehe noch ein bisschen abbauen, ja? Ich will da noch nicht hin. Kann... Okay, das ist springen. So, das ist ganz normal Pause. Ah, okay. Pfeiltasten sind... Das ist Rennen, okay. So, ich schaue mir mal... an, ob ich noch irgendwie was finde zum Abbauen. Ich möchte gerne noch ein bisschen was haben. Wir werden sehr viel davon brauchen. Du, halt's Maul. Ich bin hier... Ich will hier arbeiten, ja? Ich will meinen Job machen. Hä? Ach, hier! Die hat mit uns gesprochen, okay. Kann man das auch abbauen? Wir können so erkennen, was es ist. Nice. Beryllium hinzugefügt. Ich sehe jetzt nicht noch mehr. Ich will nur meine Schicht überstehen. Da ist doch nur ein bisschen Beryllium, ja? Gab es hier noch irgendwo was?
Da sehe ich noch ein bisschen was. Ja, wir machen gleich mit der Story weiter, ja? Erstmal muss ich hier noch ein bisschen einsammeln. Du hast echt Glück, dass du dabei warst. Ich habe keine Ahnung, von welchem Glück sie jetzt redet. Aber ja, okay, wir sind jetzt wieder... Ne, doch nicht. Das ist mein Beryllium, ja? Sehe ich hier nichts? Können wir irgendwie Licht anschalten? Oder erfahren wir es, wenn wir erst da reingehen, richtig? Ich gehe mal davon aus, wir erfahren das erst, wenn wir hier richtig reingehen und der Story weitermachen. Okay, Lynn, ich wäre soweit. Vorarbeiterin Lynn, und Hella. Ich bin soweit, ja? Ich mache mich auf den Weg. Hier runterspringen will ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, wie das überhaupt überleben. Gibt es hier auch noch Beryllium? Ja, hier. Ich mache hier meine Arbeit gut, ja? Ich baue hier das Beryllium ab. Da. Da sehe ich auch nochmal ein. LB um die Taschenlampe. Ah, okay. Okay, das heißt, wir müssen hier nicht ganz durch dunkel tappen. Immer noch komisch, aber das ist gut, oder? Einfach weitermachen. Okay, hier haben wir auch nochmal einiges. Ich bin der beste Beryllium-Sammler hier, ja? So. Aber ich finde schon komisch, dass wir jetzt hier nach der Einleitung noch, beziehungsweise noch während der Einleitung, noch keine Charaktererstellung machen. Ja, ich sehe da was. Ich glaube, wir müssen auch dahin. Beryllium. Das nehmen wir mit. Ich wollte schon sagen, warum kann ich das nicht einsammeln? Ich sehe hier einen Haufen Beryllium, ja? Dann müssen wir alles mitnehmen. Ach, drücke immer A zum Springen. Das können wir nicht abbauen. Hä? Ach, cool! Okay, anschießen können wir das nicht. Wie geil ist das denn? Ihr seid frei! Kleine Würfelchen. So, okay, gucken wir uns jetzt das mal ernsthaft an. A, nehmen. Nutze den Cutter, um das Vorkommen... Okay. Und jetzt... Okay, geil. Space LSD. Wie nice. Wach auf. Hey, komm schon. Komm schon. Okay, ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental, abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor? Ah, so beginnen wir also die Charaktererstellung. Okay, biometrische ID. So, womit fangen wir an? Womit sehen wir uns am ehesten? Rein und raus zoomen kann ich jetzt nicht. Ich kann nur drehen, ne? So. Eine Frau spielen wir nicht. Wir versuchen eher, uns so gut es geht nachzubauen.
So, was gibt's denn hier alles? Achso, das sind jetzt nur die Vorschau-Dinger. Okay, gibt's schon 30 sind wir jetzt hier, 31, 32. Okay. 40 Stück. Ne, wir... Von der Gesichtsform würde ich schon sagen, wäre das schon in meine Richtung. Aber ich muss hier noch was auf nachpassen, bessern. Ah, okay. So, wo würde ich mich sehen? Tatsächlich eher irgendwo... Hier nicht, aber... Okay, wie sieht das dann hier aus? Oder hier tatsächlich? Sieht schon interessant aus. Aber ich würde mich tatsächlich eher irgendwo, ja, vielleicht sogar schon eher in diesem Bereich hier sehen. Irgendwo. Ja. So. Das würde gehen. Körpertyp. Ah, okay, Körpertyp 1 und 2, also... Ja, hier wackeln wir ein bisschen mit dem Arsch. Geht auch. Okay, Gesicht, Hautfarbe. Ja, ich bin tatsächlich diese Hautfarbe. Dann Kopfform. Wenn ich jetzt so... die Kamera gucke, ich muss jetzt irgendwie würde dann tatsächlich eher so in diese Richtung sagen. Haare. Oh, da fangen wir mal von ganz Anfang an. Tatsächlich habe ich vor, mir die Haare länger wachsen zu lassen, dann würde ich auch tatsächlich eine etwas längere Frise suchen. So, das noch nicht. Das eher weniger. So, mal schauen. Nee. Nee, das auch nicht. Auch nicht. Nee. Ja, das würde uns sehr stehen. Nee, tatsächlich gefällt mir das hier und das hier. Nee, das eher weniger, aber das hier irgendwie am ehesten. Haarfarbe. Gehen wir auch mal alle durch. So, ich bin eher von Haarfarben her, von den Haarfarben her, Entschuldigung, immer für meinen Versprecher, eher in diesem Ton. Ich gucke mir mal die anderen Haarfarben auch nochmal an. Okay, nice. Das gefällt mir auch irgendwie. Aber ich bleibe bei meiner Haarfarbe. Ein Bart können wir auch noch aussuchen. Ja. Welche Bartrichtung ich eher bevorzugen würde, das ist momentan so bei mir jetzt gerade. Vielleicht so sieht man jetzt nicht mehr so ganz. Ist jetzt auch ein paar Tage her, wo ich mich rasiert hatte, aber auch... Ja. Ich würde tatsächlich vom Bart her auch in diese Richtung gehen. Bartfarbe machen wir dasselbe wie oben. Augen. Ach so, das ist die Augenform. Na, tatsächlich, wenn ich mir jetzt so meine Augen ansehe. Ja, schon eher eigentlich in diese Richtung, Augenfarbe. Alter, wie sieht das denn aus? Nice. Ich habe so ein Grau-Blau tatsächlich.
als Augenfarbe, deswegen müsste ich mal schauen. Würde ich ja tatsächlich das nehmen. Augenbrauen. Boah, wie sehen meine Augenbrauen aus? Ich habe eigentlich eher, ich glaube eher in diese Richtung. Hier sogar mit so einem Riss in der Braue. Ja, tatsächlich, wenn ich mir meine ansehe, so, muss ich jetzt eben kurz machen, um das zu sehen. Ja. Hätte ich, glaube ich, eher sowas. Ja. Stirn. Boah, mein Stirn. Ich habe einen richtigen Kanisterkopf, kann man eigentlich schon fast sagen. So eine richtig hohe Stirn. Wird man da mich erkennen? Ja, bisschen Falten würde auch so eine Nase. Nee, so eine Kartoffelnase habe ich glaube ich nicht. Habe ich so eine Nase? Wieso mache? Muss ich jetzt eben kurz schauen. Das wird ganz lustig, die Charakterstellung. Ich würde sagen, das sieht mir am ähnlichsten aus. So Ohren. Boah, Ohren. Keine Ahnung. Ich lasse einfach das, was wir haben. So Wangen. So. Die Folge heute wird auch eh länger sein als üblich. Was ihr von mir gewohnt seid. Normalerweise seid ihr immer so. Ja, komm, ich würde. Nee, das würde ich eher weniger machen wollen. Das sieht eher nach mir aus. Mund? Was habe ich denn für einen Mund? Ich habe schon sehr dicke Lippen. Würde ich sagen. Also die Unterlippe ist auf jeden Fall dick. Eher sowas. Oder eher das. Kann ich auch. Glaube ich, habe tatsächlich eher. Ich kann die auch verfeinern. Ach so. Ne, ich würde aber. Ich glaube. Komm, ich verfeinere das mal. Vormixe. Was heißt denn das? Ich habe keine Ahnung. Zähne. Ja, nice. Okay. Kiefer können wir auch nochmal machen. Ich glaube, Kiefer würde eigentlich tatsächlich passen so. Oder? Kinn. Mein Kinn. Ich hab. Tatsächlich, wenn ich so gucke, eher einen etwas breiteren Kinn. Hals. Ja, ich habe eher einen sehr, sehr dünnen Hals. Ich kann nicht rauszoomen, ne? So. Mir ist Kehlkopf aber auch ein bisschen raus. Schmuck brauchen wir nicht, glaube ich. Nee. Ich bin nicht so der Fan, zumindest bei mir selber, am Körperschmuck. Hautästhetik. Ah, das sind auch immer mehrere Stufen von demselben.
tatsächlich bei mir eher sowas. So leichte Sommersprossen. Temporärer Teint oder Ton. Das sieht schon mir sehr ähnlich, tatsächlich. Kann man unten reinhalten. Okay, krass, was da alles gibt's. Wo waren die Sommersprossen? Nicht die. Die hier, aber wir machen die Intensität auch ein bisschen runter. So. Na. Übers Auge ist immer cool, aber übers Auge, das macht gefühlt auch jeder. Hier haben wir den Joker. Einmal. Okay. Deswegen würde ich vielleicht mal schauen, dass wir mal was anderes als Narbe kriegen. So, schauen wir mal. Das hätte was auf jeden Fall. Wäre auch cool. Nehmen wir mal das. Gesichtsform 1. Ich sehe keinen Unterschied. Ach, doch, Lachmuskeln an Augen. Dann sowas, okay. Aber ansonsten sehe ich jetzt. Ja, hier, da sieht man auch schon Alter an. Gesichtsform 2. Ist wahrscheinlich genau dasselbe. Aber wir sind hier noch keine 40. Wir sind eigentlich noch relativ jung. Tattoos. Die Katze auf jeden Fall. Noch ein Kätzchen. Okay, noch ein Drache. Das hätte was. Keine Ahnung, wo das Tattoo ist. Wir nehmen aber auf jeden Fall einfach. Wir nehmen diese Astrokatze. Wir nehmen die Astrokatze, ja? Intensität. Kann ich sogar stärker machen. Und Farbe. Wir nehmen die Astrokatze auf jeden Fall. Wangen. Ach so, das ist okay, Lippenstiftbasis. Ich glaube aber, das zählt dann quasi eher als Farbe der Lippen. So, bei mir ist das auch eher eigentlich. Ich glaube, ich würde das eher lassen wollen. Lassen wir das mal. Lippenstift-Akzente lassen wir. Lidschatten. Schmutz. Schmutz wollen wir gar nicht haben. So, Hintergrund. Hintergrund, die lese ich mal alle vor, weil ich das auch schon gerne wissen will, was es da gibt. So, der Bestienjäger. In den besiedelten Systemen wimmelt es von feindseligen Lebensformen. Von den Ashtar auf Akila bis zu den Terramorphs hast du gelernt, diese zu jagen und zu erlegen. So, da kriegen wir Fitness, Ballistik, Gastronomie. Bildhauer. Mit deinem anatomischen Wissen und deinen ruhigen Händen hättest du auch Chirurg werden können. Stattdessen hast du auf dein Herz gehört und fantastische Kunstwerke erschaffen. Da kriegen wir Medizin, Geologie und Überzeugen. Cyberrunner. Cyberrunner, von Neon bis New Atlantis stehen die Megacorps für Macht, Prestige und Profit.
Du hast für und gegen sie gearbeitet, offen und verdeckt, und dein Gewissen dabei oft den Credits geopfert. Ja, klingt interessant. Dateifehler. Merkwürdigerweise gibt es in den Akten keine Informationen über dein früheres Leben. Ist das ein Versäumnis des Verwaltungspersonals? Hat eine unbekannte Macht die Daten gelöscht? Oder gab es einfach nichts Erwähnenswertes? Fest steht, deine Vergangenheit kennst nur du. Wichtig sind das Hier und Jetzt und der Weg, den du einschlägst. Wohlbefinden, Ballistik, Fliegen. Dateifehler klingt auf jeden Fall interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob überhaupt welche den mal genommen haben. So, den behalten wir mal im Hinterkopf, während ich die anderen lese. Wahrscheinlich werden wir den Dateifehler nehmen, obwohl Kopfgeldjäger mich auch schon sehr anspricht. So jetzt nur vom Namen her. So, Diplomat. Die Kriege sind vorbei. Nun herrscht Frieden im besiedelten System. Doch nur, weil einige im Stillen weiter dafür kämpfen. Dank dir wurden Pakte geschlossen und Abkommen geachtet und Leben gerettet. Entdecker. Angeblich soll es keine Entdecker mehr geben. Doch während die großen Fraktionen verzweifelt über die Kontrolle um Gebiete kämpfen, warst du damit beschäftigt, die Wunder der besiedelten Systeme zu erforschen. Frachtflieger. Sollen die anderen Hitzköpfe über Laserwaffen und Manövrierbarkeit fachsimpeln? Du bist ein Space Trucker, ganz einfach. Du bringst die Fracht gegen Bezahlung rasch ans Ziel. Das Leben kann so schön sein. Ja, klingt auch super. Gangster. All die Trottel, die sich für ehrlichen Lohn aufreiben, haben dich schon immer angewidert. Sobald du alt genug warst, um eine Waffe zu halten, hast du dir genommen, was du wolltest, wenn andere es gerade hatten. Homesteader. Die vielen sauerstoffreichen Planeten und Monde der besiedelten Systeme bieten der Menschheit eine neue Heimat, wenn du über das Know-how verfügst, so wie du. Industrieller. Schon früh hattest du den Wunsch, Karriere zu machen, ob als Schiffsdesigner oder CEO eines Konzerns. Glücklicherweise wird so jemand in den besiedelten Systemen stets gesucht. Koch. Während die groben Massen Chunks verschlingen, hast du den feineren Geschmack bedient. In deiner Küche wohnen unzählige fremde Spezies zu kulinarischen Meisterwerken. Klingt auch schon mal super. Kopfgeldjäger, da haben wir es. So, wo immer jemand gesucht wird, gibt es jemanden, der ihn gegen Profit schnappt. In den Weiten des Alls kann deine Beute zwar fliehen, aber nicht entkommen. Kybernetiker. Roboter? Bloß Spielzeuge. Neuroamps? Taschenspielertricks. Durch den Koloniekrieg fanden Implantate und Upgrades Verbreitung. Doch du sahst eine größere Zukunft. Menschen und Maschinen vereinigt. Pilger. Reisender, Wanderer, Suchender. Vorbeiziehender. Auf deinen Reisen hattest du schon viele Namen und hast etwas gelernt, was andere nie verstehen werden. Der Weg ist das Ziel. Klingt auch interessant. Professor. Du liebst es zu lernen, doch nichts ist so schön, wie andere zu unterrichten. Je weiter sich die Menschheit im All verbreitet, desto mehr gibt es zu lernen. Und du bist stets zur Stelle. Ronan. Herrenlos und ungebunden hast du auf deinen Reisen durch die besiedelten Systeme deine Dienste angeboten. Für manche bist du bloß ein Söldner. Für andere ein Held und für einige wenige ein ewiger Albtraum. So, Sanitäter, sollen die anderen um etwas Unendliches wie den Weltraum kämpfen? Du hast dich nie vor dem Feind gefürchtet. Viel lieber aber kümmerst du dich um deine Freunde. Schurke, gut, böse, wer weiß das schon? Wenn du auf deinen Reisen durchs All eins gelernt hast, dann das. Der Weltraum mag schwarz wirken, doch in Wahrheit ist ein einziges Grau. Klingt auch schon interessant. Soldat, in den besiedelten Systemen bricht häufig Krieg aus. Ausgebildete und bewaffnete Krieger werden also jederzeit gesucht. Du hast schon viele blutige Konflikte erlebt und hast sie überlebt. So, Türsteher, du hast in den übelsten Clubs der besiedelten Systeme für Ordnung gesorgt. Damals hast du gelernt, dass sich die meisten nicht tödlichen Konfrontationen auf zweierlei Weise erklären lassen. Mit einem starken rechten Haken oder einer stärker gesicherten Tür. Xenobiologe. In den besiedelten Systemen leben unzählige fremde Lebensformen. Bislang wurde zwar noch keine intelligente entdeckt, doch das hat dich nicht davon abgeschreckt, sie zu erforschen, um von ihnen zu lernen. Okay, das ist schon das Letzte. So, jetzt ist wirklich die Frage, Dateifehler, da haben wir Wohlbefinden, Ballistik und Fliegen. Oder hier, Kopfgeldjäger, da hätten wir Fliegen, Zielsteuerungssysteme oder Boostpack-Training. Will ich tatsächlich? Hier haben wir ja Wohlbefinden durch einen aktiven Lebensstil und eine gesunde Ernährung, kann man sein allgemeines Wohlbefinden und sogar seine Lebenserwartung steigern.
Jahrhundertelange Konflikte haben gezeigt, wenn es darum geht, Gefahren zu beseitigen, kann kaum etwas mit der zuverlässigen Kraft von Hochgeschwindigkeitsgeschossen mithalten. Fliegen. Als die Menschheit nach und nach immer weiter ins All vorgedrungen ist, ist die Zahl der lizenzierten Piloten für die verschiedenen Arten von Raumschiffen dramatisch angestiegen. Ich glaube tatsächlich, ich würde Dateifehler nehmen. Klingt tatsächlich am geilsten für mich. So von den Stats her. Von den Startskills. So Alien-DNA. Du hast dich für ein riskantes Experiment freiwillig gemeldet, das Alien und Menschen-DNA vereint. Darum startest du mit erhöhter Gesundheit und hast mehr Sauerstoff. Allerdings sind Heil- und Nahrungsitems weniger wirksam. Achso. Arbeitgeber. Hast du deine Crew für ein bestimmtes Schiffssystem ausgebildet, repariert sich dieses System gelegentlich vollständig, wenn es zu weniger als 50% beschädigt ist. Im Gegenzug kostet es doppelt so viel Crewmitglieder anzuheuern. Aufgeklärt erzogen. Du bist als Mitglied der Aufgeklärten aufgewachsen. Du erhältst im Haus der Aufklärung in New Atlantis Zugriff auf eine Spezialkiste voller Items, verlierst aber den Zugriff auf die Sanctum Universum Kiste, kann nicht mit einer anderen religiösen Eigenschaft kombiniert werden. Oh, Religion. Da bin ich lieber raus. Empath. Du hast ein Gespür für die Gefühle anderer Personen. Gefällt deinen Begleitern, was du tust, erhöht sich vorübergehend ihre Effektivität im Kopf. Missfällt es ihnen, hat dies den genauen, gegenteiligen Effekt. Extrovertiert. Du bist ein geselliger Typ. Bist du mit menschlichen Begleitern unterwegs, verbrauchst du weniger Sauerstoff. Bist du alleine, verbrauchst du mehr. Kann nicht mit introvertiert kombiniert werden. Freestar Collective Siedler. Einige Missionen der Fraktion Freestar Collective weisen zusätzliche Dialogoptionen und bessere Belohnungen auf. Bei Verbrechen setzen andere Fraktionen aber ein stark erhöhtes Kopfgeld aus. Kann nicht mit einer anderen Fraktionseigenschaft kombiniert werden. Gesucht. Es hat sich herumgesprochen, dass auf deinen Kopf ein Preis ausgesetzt ist. Gelegentlich werden bewaffnete Söldner auftauchen und versuchen, dich umzubringen. Aber in die Ecke getrieben läufst du zur Hochform auf. Wenn deine Gesundheit niedrig ist, verursachst du zusätzlichen Schaden. Heldenfähre. Ab und zu taucht ein nerviger, riesiger Fan von dir auf und labert dich voll. Im Gegenzug wird er jedoch Teil deiner Crew und beschenkt dich. Das seid doch ihr, oder? Das seid doch ihr. So, das nehmen wir auf jeden Fall, wenn wir einen zusätzlichen Crewmitglied kriegen. So, dann haben wir einen Vertreter von euch bei mir in den UC geboren. Einige Missionen der Fraktion United Colonies weisen zusätzliche Dialogoptionen und bessere Belohnungen auf. Bei Verbrechen setzen andere Fraktionen aber ein stark erhöhtes Kopfgeld aus. Kann nicht mit einer anderen Fraktionseigenschaft kombiniert werden. Introvertiert. Du bist lieber allein unterwegs und verbrauchst dann weniger Sauerstoff. In Gesellschaft menschlicher Begleiter jedoch mehr. Kann nicht mit extrovertiert kombiniert werden. Könnte zu mir passen tatsächlich, aber... Kinderkram. Deinen Eltern geht es gut. Du kannst sie sogar zu Hause besuchen. Dafür werden jede Woche automatisch 2% deiner Credits zu ihnen nach Hause geschickt. Boah, das würde ich auf jeden Fall machen, wenn man hier auch Eltern hat. Klar, da diese 2%, aber okay. Neon-Straßenratte. Du bist in den Straßen von Neon aufgewachsen. Missionen in Neon weisen zusätzliche Dialogoptionen und bessere Belohnungen auf. Bei Verbrechen setzen andere Fraktionen aber ein stark erhöhtes Kopfgeld aus. Kann nicht mit einer anderen Fraktionseigenschaft kombiniert werden. Schlangenumarmung. Du bist im Glauben an die große Schlange aufgewachsen. Grafsprünge verleihen deiner Gesundheit und deinem Sauerstoff einen vorübergehenden Schub. Wie bei einer Sucht sinken jedoch beide, wenn du nicht regelmäßig springst. Okay. Kann nicht mit einer anderen religiösen Eigenschaft kombiniert werden. Oh, wieder Religion. Okay, dann nicht. Du hast dich nie ans Weltall gewöhnt. Gesundheit und Sauerstoff sind am Boden erhöht, im Weltall jedoch verringert. Kann nicht mit Weltraum kombiniert werden. Traumhaus. Du besitzt ein luxuriöses, individualisierbares Haus auf einem friedlichen Planeten. Allerdings beträgt die Hypothek bei der Galbank 125.000 Credits und die muss wöchentlich gezahlt werden. Wir haben schon mit Kinderkram hier noch was wir zahlen dürfen. Deswegen machen wir mal das nächste. Universell erzogen. Du bist als Mitglied des Sanctum-Universums wieder Religion. Weltraum. Dein Körper hat sich ans Weltall gewöhnt. Gesundheit und Sauerstoff sind dort erhöht, am Boden jedoch verringert. Kann nicht mit Terra Firma kombiniert werden. Tatsächlich würde ich dann hier introvertiert nehmen, wenn wir jetzt alle durch haben. So, haben wir alles. Das sind wir. Ja.
Würde ich tatsächlich so. Mache ich mal so. Kann ich dann einen Screenshot draus machen, auf jeden Fall. So. Charakter benennen. Wir sind. So, und bis. Oh, Pronomen? Jetzt benennen. So, haben wir und bestätigen. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Es gab so ein Licht und Musik. Es war unglaublich, wie ein Traum oder eine Vision. Ich weiß nichts mehr. Nachdem ich in den Tunnel gegangen bin. Es war auf jeden Fall ein harter Trip. Das war ja Space LSD, glaube ich, was wir genommen haben. Hm, du warst bewusstlos, das steht fest. Sonst noch was? Wahrscheinlich spielt dein Hirn dir nur einen Streich. Jedenfalls haben wir, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir, wenn man vom Teufel spricht. Okay, jetzt geht's los. Jetzt können wir erst richtig spielen. Was war das? Ritze. Unser Constellation-Kontakt ist Waffen. Skalpell. Moment. Dieser Entdeckertrupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist Über wirklich Space jung und Mining. hast. Kapitel 3, Wartung des Mining-Anzugs. Im Weltraum lauern nicht nur. Kann man das ja auch so abspielen? Ne? Von Max Weller. Waller. Max Waller. So, im Weltraum lauern nicht nur zahlreiche Gefahren, sondern man kann auch schnell vergessen, dass sich CO2 im Atemgerät sammelt. Ein großer Fehler. Selbst eine kleine Menge davon summiert sich im Laufe des Tages auf und entzieht ein kleines bisschen Leben, gerade dann, wenn man es braucht. Das Laufen fällt schwerer und den Cutter zu schwingen erfordert einen Atemzug mehr. Aber wenn ein Tunnel einstürzt, sollte man so schnell und weit wie möglich fortbewegen. Glaubt mir, ihr solltet in einen guten Helm investieren. Das restliche Kapitel enthält Ausführungen über die Wichtigkeit hochwertiger Ausrüstung. Ahnung. Hey, klar. Hey, Nimm ruhig ich mein sag dir Zeug. nur, dass sie einen Bedien Ruf dich. haben. Jo, Scheiße, die danke. halbe Crew glaubt Nett selbst, von dass es sie dir. gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde Okay, von da kam er wahrscheinlich. Ja, Ich will hier jetzt wie aber. schon. Okay, ich gehe erstmal mit denen Du mit. siehst Ich nicht will hier. macht das denn Was? doch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Ich gehe mal mit Für denen die wohl mit. nicht. Oha, wie nice, dass man das hier so. Nice. Ah! Da sind wir. Lynn scheint dich zu mögen. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Ja, danke. Wie, gut, dass wir uns aber auch gerade so lange kennen. Ist mein erster Arbeitstag und trotzdem mag die mich, kennt mich schon so lange. Zitrone, nice. Ein Tablet. Wir brauchen immer ein Tablet. Was haben wir hier? Protokoll des Supervisors. Vorarbeiter-Logbuch, Nachtrag. Immer noch Tag 2 der Ausgrabung von Argus Extractors auf Vectera. Freestar Collective Uphol ID Beta 7548 Alpha. Alle glauben, wir müssen nur Erz beschaffen. Vectera hat genügend akzeptable Adern, damit alle beschäftigt sind und keine Fragen stellen. Ich habe Heller alles gesagt, was er wissen muss. Also praktisch alles, was ich weiß. Dass wir es wieder mit einer von Barretts Sonderbestellungen zu tun haben. Er hat Kasal bezahlt, obwohl das ein Fehlschlag war. Diesmal bin ich mir nicht so sicher. Außerdem macht mich hier etwas echt nervös. Wahrscheinlich werden wir irgendwas finden. Keine Ahnung, was das sein könnte. Oder warum Barrett es haben will. Aber diese hübschen Constellation Credits bedeuten, dass wir Löcher graben und unser Maul halten werden. Und das ist okay. Hoffentlich haben wir Barretts mysteriöses Ding und das Erz bald beschafft und können diesen Felsen in 5 Tagen wieder verlassen, wenn wir angeblich wieder abgeholt werden sollen. Okay.
Dann ist es wahrscheinlich dieser Barrett, der gleich auf uns zukommt. Oh, ein Cutter. Den nehmen wir du mit. Passt gut dazu, okay? Meiner können ein bisschen rau sein, aber sie sind nette Leute. Nee, ich kenne solche netten Leute, als ich noch in der Fertigung okay, gearbeitet das hatte. Luftschleuse. Leg den Helm an. Drücke um das. Ne, warte, das war der falsche. Hier. Ah, jetzt ist das hier die normale. Okay, wo? Hier ist Inventar. So, wähle die Kategorie Helme auf. Helme hier. So, was haben wir? Das Waffe, das hier. Das ist unsere Waffe. Neue Items. Anzug Tiefenminen, Beryllium, Cutter. Dartpfeil blau, Dartpfeil gelb. Medipack. Okay. Was? Neurodyne. Das N-Werk, dann ist Eurodyne aus Cyberpunk. Nice. Outfit meiner Arbeitskleidung. Sieht auch nicht schlecht aus. So, vorne an der Hose ist keine Ausbeutung. Okay, also haben wir keinen großen. Also sehr realistisch auf jeden Fall. Argus Extractor overall. So, achso. Die Dinge haben wir auch noch eingesammelt. Das ist ein Tablet. Tunnel Mining Rucksack. So, Wohlbefinden. Dann haben wir hier Sternkarte. Zurück. Ach so. Okay, jetzt stellt sich mir die Frage, wie weit können wir hier eigentlich erkunden? Ich weiß, dass es eigentlich immer so Abschnitte sind von denen. Mich zeigen. Ach so. Zurück zu dem System. Alter, was? So funktioniert das? Okay, ich muss erstmal aber mit der Karte hier klarkommen. Wir sind hier, Victera, bei Anselon. Dann hier haben wir Creed, Danra. Und dann geht das noch. Ach du. Alpha Centauri, okay. Kann ich hier. Alter, so kann man. Okay. Alter, was? Alter, das sind alles Systeme. Sternsysteme hier. Wie lange sollen wir das spielen? Wie lange soll das. Exil, Krix, Cheyenne? Ein paar kennen wir schon. Sol, Alpha Centauri, Olympus, Voli. Porima. Ich werde gerade interessant, wenn ich hier mit dem Controller, mit dem Joystick gehe, dann sehe ich hier beim OBS gerade die Maus sich mitbewegen. Könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber ich finde das gerade sehr interessant. Alter, das ist aber. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr langes Let's Play. Das wird echt ein langes Let's Play. Wo ist er? Ah, da. Da kommt er. Alter, wie geil. Triff dich mit dem Kunden. Die brauchen aber auch 1000 Jahre. Alter. Ich will auch so ein Schiff.
Obwohl, ich habe schon eine ganz genaue Vorstellung, was ich mir für ein Schiff holen will. Also, ja, wir gehen mal zu ihm. Kann ich auch so? Nein, ich habe keinen Körper. Ist lange her. In der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal, was ein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, der neue. Ach ja. Und alles lief cool. Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi. Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Könnte man so nennen? Mir geht's gut, gibt's nichts zu bereden. Woher willst du das wissen? Ah, könnte man so nennen. Gleich so cool, ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls. Aber hey, musste ich auch durch. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Was? Oh. Oh, Scheiße. Wie heißen die? Crimson Fleet? Habt ihr das richtig verstanden? Wie wechsle ich die Waffe? Muss ich tatsächlich hier hingehen? Eon? Ah, okay. Boah, ich will den Schiff. Ich will das Schiff klauen. Komm. So. Kann ich da hoch? Unzugänglich. Komm. Hey. Und der haut ab. So, da. So, alle tot? Schade, ich hatte jetzt wirklich Credits 77, nice. Noch mehr Muni. Hellen Piratenangriff. Maelstrom. Was ist ein Maelstrom? Wir looten erstmal alles. Rettungsaxt. Noch eine Maelstrom. Ah, das ist die Maelstrom? Nice. So, gibt's hier noch mehr? Hoppala. Den hatten wir schon gelootet. Wehe, die kürzen uns wegen des Angriffs das Gehalt. Oh, hier hat's einer nicht geschafft. Medipack, Rettungsaxt, Cutter. Hatten wir den schon? Das ging aber ganz schön schnell. Ich habe gedacht, die würden länger brauchen. Hast du gesehen, wie Lynn einfach auf die Piraten zugestürmt ist? Das war ich, das war nicht Lynn. Ich bin sogar zu denen ins Schiff gerannt, ja. So, dann warte mal. Wollen wir dann hier nochmal die... Favorit würde ich den vielleicht hier hinsetzen. Den hier hin. Und die Maelstrom hier. Und sowas packe ich mal hier hin. Die Spezialwaffen packe ich mal nach oben. Dann so die Nahkampfwaffen immer nach links. Ah, okay. Das sind die Geschwindigkeiten, die man hier hat. Alter, wie hoch können wir springen?
Das ist mir ein bisschen zu langsam. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Hi, Barrett. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen? Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Wenn die mir sagen können, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei. Runter von diesem verdammten Mond? Nichts lieber als das. Ja, ich will ins Weltall. Warte mal, ich wollte nie irgendetwas mit all dem zu tun haben. Nein, ich will raus aus dem, ins Weltall. Was ist die Constellation überhaupt? Das interessiert mich. Starrst du nachts in die Sterne und fragst dich, was da draußen ist? Das sind wir. Da fliegen wir hin. Runter von diesem verdammten Mond? Nichts lieber als das. Gegen ehrliche Arbeit ist nichts zu sagen. Wobei, ja, verstehe schon. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lynn. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Danke für alles, Lynn. Ich kenne die erstmal vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und die Mine? Braucht die mich nicht? Vergiss es, nicht mein Job. Ich glaub, das bevor ich was sag, was ich bereuen werde. Ergibt gar keinen Sinn für mich, aber... Nachdem das geklärt ist... Danke für diese halbe Stunde. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Schon wieder. Und hey, hier, kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Oh, nice, wir kriegen eine Uhr. Nice. Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Warum schickst du mich? Sollst nicht eigentlich du gehen? Ja. Komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Schon, aber... Nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Und du gibst mir dein Schiff einfach so? Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ach so. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Mache ich auch so. Wenn ich etwas leihe, dann gebe ich das, verschenke ich das auch weiter. Natürlich, so gehört sich das auch. Wer seid ihr und was ist die Constellation? Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten, erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Okay, und was genau haben wir da ausgegraben? Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Okay, und warum war die Crimson Fleet hinter dir her? Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Ein Beutesammler. Okay, wir haben dann jetzt alles gefragt. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Dein Schiff? Das ist jetzt meins. Du hast es mir geschenkt. Hallo? Du hast gerade gesagt, du hast es ausgeliehen und mir geschenkt. Ist jetzt mein Schiff. Ich muss kotzen. Ja, okay, komm. Boah, jetzt ab ins Schiff. Ich will da rein. So, erstmal gucken. Medipack. Herz plus. Nehmen wir mit. AMP. Können wir hier noch irgendwie was machen?
Das wollte ich jetzt nicht. Seit Baldur's Gate 3 auf Twitch drücke ich immer wieder den rechten Joystick, weil ich irgendwie auch hoffe, irgendwie mit der Kamera mich anders zu bewegen, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt da nichts gesehen aus, ne? Aber komm, jetzt gehen wir mal rein. Wir gehen jetzt mal rein und gucken uns drin das alles an. Captain, so. Ich nehme an, Sie können ein Schiff eher Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, Klasse A? Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Okay, hier haben wir erstmal das Klo. Das Wichtigste zuerst. Wir setzen uns hin. Ja. Okay, komm. Genug geschissen. Aber ich habe da gerade was gesehen. Barrett, persönliches Slate 2. Hallo auch, ihr lustigen Piraten. Habt ihr es also endlich geschafft? Mein Schiff geentert, meinen Bot geschrottet und mir die schönen braunen Augen aus dem Engelsgesicht gerissen. Und dann habt ihr gemerkt, der Typ, den ihr für einen Schatzjäger gehalten habt, hat gar keinen Schatz. Nicht mehr. Kann schon sein, dass ich ein, zwei Wertgegenstände hatte, als ich euch Losern bei Komasi entwischt bin. Aber ich musste tanken. Ihr kriegt also rein gar nichts. Nur meinen Geist. Ich werde euch nämlich bis ans Ende eurer Tage heimsuchen. Wie lange okay, so geht's auch. Crimson Fleet Piraten etwa? Eine Woche? Okay, haben wir eingesammelt. Machen wir mal zu. So, was ist das hier? So, da haben wir noch ein Slate. Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Ah, okay, er hat's, ja, so gehört sich das. Er hat's nämlich auch mir gegeben. Sogar ein Digi-Dietrich. Angebissenes Sandwich. Oh, wie lecker sieht das denn aus? Boah, jetzt habe ich auch Bock auf ein Sandwich. Chunks-Apfel. Behälter mit Müsli. Schokohappen, Snackpack. Okay, es ist ja eh jetzt mein Raumschiff. The Frontier heißt das, ne? Die Frontier. So, Navigationskontrolle. Ah! Okay, so kann ich jetzt. Oberflächenkarte. Achso. Ressourcen zeigen. Ah, okay. Extremumgebung. Ah, okay. Also man könnte rein theoretisch überall da landen. Ah, okay, hier wird nichts mehr. Warte mal. Heißt das, man kann hier unten landen? Ne, hier ist alles Wasser. H2O. Hier haben wir Nickel. Hier wieder Wasser. Argon. Benzol. Okay, also da, wo überall hier was so farblich neu markiert wurde. Ah, und wir sind hier, okay, in dem Gebiet. Kann man doch die kompletten Planeten umrunden? Stelle ich mir schon die Frage. Was haben wir hier? Rahmen? Essen nehmen wir auf jeden Fall mit. Gummikäfer. Hühnchen. Red Harvest. Weißbrot und Red Harvest hergestellt unter der Pandemie-Gentechnologie des Unternehmens.
Kaffeepackung. Ein Wasserkrug. Boah. Das ist auf jeden Fall eine hübsche Küche. Kleine. Wird reichen erstmal für den Anfang. Boah, was. Hier ist ein Schlafensbereich, okay. Status Tired. Kopfbedeckung, Chunks. Boah, sieht. Vasco hier wahrscheinlich auf dem Mars, oder? Sol, Juni 2200. Sol, Dezember 2310. Sol, Mai 2312. Helm Constellation kaputt. Was ist das alles? Barrett persönliches Slate 3. Ich hätte jetzt richtig Lust auf Chunks. Da gehe ich als erstes hin, wenn ich zu Hause bin. Ich muss für so lange Trips echt mehr Snacks einpacken. Boom, Pop, mit Rhabarber, vielleicht ein Müsli. Erwin hat immer super Studentenfutter gemacht. Mit kleinen Marshmallows als Sternen. Das vermisse ich. Ja, da glaube ich. So, was hat er hier noch? Kissen. Medipack, die nehmen wir mit. Was? Kästchen mit Erde. Ein Würfel. Erdzeitiger Baseball. Steht denn da drauf? Kann ich da irgendwie hin? Ich will wissen, was da steht. Playoff Baseball Chicago 1070? Ach, 1978 Old Earth Boston. Ah, nicht, ach so. Playoff Baseball circa 1978. Old Earth Boston, okay. Nicht Chicago. Und Nachtwäsche. Na, da lassen wir mal. Barrett's Nachtwäsche will ich jetzt nicht an. Hydraulikklammer. Ja, wir looten jetzt nicht unser eigenes Schiff. Okay, nice. Was ist das hier? Schleudersitz. Ja, benutzen wir mal lieber nicht. Chunks Apfel verpackt. Nova Galactic Kaffeetasse. Und hier, das ist unser Pilotensitz. Kann ich hier die... Ja, ich kann die alle noch sehen. Nice. Boah, setzen wir uns mal rein. Verlassen. Abheben. Aufstehen. Komm, wir heben mal ab. Wir heben ab. Achso, ich muss gedrückt halten. Schild offline. Und da geht's hoch hinaus.